Ich liebe ja solche Partien. Ich hoffe, Sie auch, liebe Zuschauer. Abendspiel, das Flutlicht ist an und ein wolkenloser Himmel. Angenehme Temperaturen. Der Rasen in einem idealen Zustand. Zwei Top-Mannschaften in bester Spiellaune. Also tauchen Sie doch einfach mit uns ein in diese wunderbare Kulisse, in diese wunderbare Stimmung. Ein beeindruckendes Umfeld, wie gemacht für Spiele wie dieses. Ja, wir erfahren gerade tatsächlich, dass sie mit 5 Mann in der Abwehr beginnt. Aber das muss nicht so sein. Wenn die Außenbahnspieler pausenlos mitmarschieren und der zentrale Abwehrspieler zum Defensivspielmacher wird, dann... Alles ist angerichtet. Der muss sitzen. Er ist einfach ein bisschen zu eigensinnig, hätte früher den Pass spielen müssen. Er versucht's. Da ist das Ding! Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Und da ist der Pass. Schießt ihn aufs Tor. Der Ballbesitzanteil ist schon höher, aber sie liegen trotzdem hinten. Sofort. Zunächst mal zählt Safety First in der Defensive. Ja, das war ein klares Foul. Den Fehler haben sie vorher gemacht. Er war auf dem allerbesten Weg zum Tor und sie konnten ihn nur noch so bremsen. So, der Schiedsrichter holt ihn zu einem Vier-Augen-Gespräch. Er kommt aber wohl mit einer Ermahnung nochmal davon. Er versucht's direkt. Versucht ihn da zu klären. Der Verteidiger steht ihm auf den Füßen und er setzt. Das könnte was werden. Das ist ein Torwart. Das ist ein Torwart. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Sie rennen da gegen eine Wand. Der Unparteiische bittet zur Pause. Sie machen einfach zu wenig Tore. Trotz einer guten ersten Halbzeit liegt man zurück im Spiel. Nach vorne muss mehr. Der Start in die zweite Hälfte. Die Truppe hat doch noch eine Halbzeit vor sich. Sie müssen den Kopf oben behalten, sie müssen die Schultern breit machen und sie müssen natürlich aufpassen, dass sie jetzt nicht in die Konter laufen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihnen das Risiko fehlt, aber so gnadenlos viel machen sie nicht aus ihrem Ballbesitz. Belanda. Nein, der war zu lang. Gespannt, was sie daraus machen. Versucht ihn nach innen zu spielen. Und er ist zur Stelle. Also da hätte mehr draus werden können, wenn der letzte Pass ein bisschen besser gewesen wäre. Sie versuchen es mit dem Pass durch die Mitte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das richtige Rezept ist. Riesenmöglichkeit. Da haben sie am Treffer geschnuppert. Ja, da wäre mehr drin gewesen, aber es hat nicht sollen sein.
auf die Seite. Den hat er. Der Ball fliegt. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Klasse Aktion vom Keeper. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Stichwort Befreiungsschlag. Den muss er machen. Erstmal raus damit. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Gut zu sehen, dass er ihn da erwischt hat. Das gibt Freistoß. In Richtung Tor. Er schießt zwar, aber ohne Erfolg. Da hat er gut reagiert. Kommt in Sekundenbruchteilen zum Abschluss. Ein guter Versuch, aber kein Tor. Ball kommt zu Slimani. Nicht im Abseits. Und langsam wird es zeitlich eng. Sie liegen hinten und sie müssen was machen. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Da wird ein... War das ein Foul? Ja, Schiri entscheidet auf Freistoß. Abpfiff, das Spiel ist beendet. Der einzige wirkliche Abwehrfehler wurde gnadenlos bestraft. Aber so ist das nun mal im Fußball. Sie haben kein